Also denn ich habe den, ich bin ja, nicht jetzt der Einzige, der den schon probiert hat. Ach stimmt, wir haben den immer gesucht, weil, genau, weil bei uns gibt es den schon ganz lange. Und bei uns gab es auch, also, oder so. Es gab den bei uns schon, da wurde der in Schweden gerade veröffentlicht. Da kamen die ersten Bilder auf Instagram, dass er in Schweden rauskam. Ja. Eine Woche später bin ich bei uns im Edeka-Laden, gucke im Kühlregal, oben im letzten Fach, da steht so eine ganze Reihe Salted Caramel. Ich so, das ist das Import. Ja. Guck so rauf. Deutsch. Alles deutsch, nice! Herzlich willkommen zu den beiden. Heute wieder mal eine Review zu dritt. Wir haben noch ein paar Videos, die wir jetzt zu dritt hier produzieren, wenn er schon mal vor Ort ist, ne? Richtig. Genau, muss man das mal ausnutzen. Ja, genau, immerhin ist er durch halb Deutschland gefahren. Er ist einfach durch halb Deutschland. Ja, ja, das stimmt. Heute haben wir Espresso Monster Salted Caramel. Es ist eine neue Sorte. Ich weiß jetzt nicht genau, seit wann sie auf dem Markt ist. Seit November, Dezember? Ungefähr. Ja, in September wurde sie befüllt. Also. Ah ja, gut, okay. Ja, ist halt der dritte Espresso in Deutschland. Ne? Mhm. Mein Kollege, also mein Stammkollege, feiert die Espresso ja. Ne? Ja, mega. Ah, du findest sie zu teuer, was ich absolut verstehen kann. Ja, er schreckt mich so ein bisschen ab. Weil der kam nicht raus, der ist kaputt. Ja, der ist kaputt, hat sie noch nicht geschüttelt. So. Na gut, er wurde gestern bei der Autofahrt gut geschüttelt. Den habe ich schon seit einer Woche geschüttelt. Achso, das ist nicht der riecht hammergeil. Der riecht hammergeil. Du hast ihn ja, also er hat ihn schon reviewed, wenn ihr gerne mal eben vorbeischauen jetzt. Genau, das war mein Weihnachtsspecial damals. Richtig. Ja. Achso, dann kennst du ihn. Echt. Dann kennst du ihn ja schon. Ja, also für mich ist das jetzt nichts Besonderes auf die beiden noch. Oh ja, also eine Dose ist drin. Etwas. Oh, da ist nicht ganz so viel drin. Ich sagen, schlimmer. Ich mach mal nicht ganz so viel rein. Ich kenne ihn ja, wie gesagt, auch schon. Ja, ne? Schon. Hier mit dem Mist. Achso, nach was riecht er? Ich finde, der riecht wie der Java's heute Karamell, nur dass das Karamell mehr zum Vorschein kommt. Okay, der schmeckt ja ganz. Ach, Geschmackssache. Der ist aber anders als den, die ich hatte. Der ist ja komplett irgendwie. Ja. Den kann man gar nicht zuordnen, weil er irgendwie übelst nach Karamell schmeckt. Ich finde, das ist wie 52 Milliliter, 50% Kaffee, 50% Keramell. Keine Ahnung, ich weiß es nicht, wie ich das beschreiben soll, was ist bei dem falsch. Ich glaube, der ist wirklich kaputt. Der schmeckt, glaube ich, echt anders als der, den ich hatte. Ach, na gut, wir sind halt in einer komplett anderen Ecke von Deutschland, aber das ist ja auch nicht, das ist dieselbe. Ich finde das mega schwer zu beschreiben, irgendwie. Wir hatten ja schon mal die Glasflasche. Der hat komplett anders geschmeckt. Ja, ja. Warte, eine Glasflasche auch schon mit hier Salted Caramel? Genau, dann hat sich auf jeden Fall diesen Geschmack. Ja doch, die hatte ich auch, die Vanilla und die Salted Caramel in der Glasflasche. Und Mokka hatte ich nicht. Die Geschmäcker, die Mokka war am geilsten damals. Mokka war am geilsten. Ja, das war ein richtiger Geschmack. Ja, da sollte ich mich doch nochmal bestellen, scheiße. Aber ich weiß nicht. Ich finde ihn, ich habe ihn nicht so gut in Erinnerung, bin ich ganz ehrlich. Also ich fand ihn nicht schlecht, ich fand ihn damals nichts Besonderes, weil ich fand, er schmeckte nicht großartig anders als die anderen. Aber jetzt, wo ich ihn schmecke, ist ein kompletter Unterschied. Ja, ich finde, der hebt sich voll ab, irgendwie. Das, wie du sagtest, so viel Kaffee, so viel Karamell. Richtig. Jetzt nicht Salted Caramel, aber einfach ein normales Caramel. Ich finde, Salted Caramel geiler, muss ich gestehen. Ja, Salted Caramel ist schon nice, aber also ich finde ihn nicht schlecht. Also für den Geschmack. Der hat da schon was. Der hat was, ja. Gut, ich bin, glaube ich, hier der Einzige, der Kaffee nicht so mag. Deswegen, ich finde das Salted Caramel geil, aber ich glaube, ich würde mir jetzt wiederholen, ich will einen Java holen. Ja, gut, okay. Das ist aber, wie gesagt, der Java ist halt echt weicher, ne? Also weniger Kaffeegeschmack, eher mehr Milch. Ich habe dir schon so viel über den Salted Caramel erzählt. Wir beide müssen den nochmal irgendwie organisieren, dass du den mal probierst. Welchen? Den Java Salted Caramel. Gibt's den noch? Ja, ne? Ja, das ist auch erst mit einer von den neuen, ne? Der kam auch 2013 oder so. Aber nee, später. Denkst du? Der Salted Caramel kam 18 oder so erst raus. Nee. Doch. Also 18 haben wir den reviewed. Ich meine, 18 oder 17 kam der erst raus. Der ist, denkst du, noch nicht ganz so alt. Ja. Das kann man in der Farbe. Ist auch Wurst. Ja, wie dem auch sein. Ja. Ja, ich. Ja, eigentlich habe ich schon beschrieben, wonach er schmeckt. Ich finde, also von der Bewertung her, für mich ist es ein 3 von 10. 3 von 10? Ich würde sagen, es ist eine 6 von 10. Ich finde ihn sehr gut. Naja, ich weiß nicht, ich finde den ist ein bisschen zu süß irgendwie, ne? Irgendwie. Okay. Ja, das ist ja, weiß ich nicht, irgendwie. Ach komm, 1 komm, es geht eigentlich. Also viel zu viel, aber es geht eigentlich. Da bevorzuge ich doch eher irgendwie die klassischen, ne? Richtig. Was hast du denn? Man bedenkt, dass das Espresso ist, ne? Irgendwie, ja, richtig. Schmeckt ja auch irgendwie. Ich mag kaum nach Espresso, muss ich sagen. Die anderen haben viel mehr Espresso, Karamell, ne? Aber. Ja. Boah, was würde ich denn irgendwie. Hast du nur eine 3? Genau. Du? Ich habe 6. 6.
Dann gibt hier nur 5, ne? Also auch wieder so durchschnittlich. Ja, aber breit gefächert hier. Mhm. Aber so soll das sein. Die Meinungen sind verschieden. Richtig. Das Ding ist halt, dass die beiden wirklich Kaffee mögen, schätze ich. Ja. Du ja auch. Ne? Ja, also ich trinke absoluter Kaffee-Experte. Ich trinke gerne Kaffee. Du hast mir ja auch mal erklärt, wo die ganzen Bohnen und so wachsen. Das habe ich. Das fand ich voll geil. Also ich trinke jetzt nur, wenn ich Bock drauf habe. Also ich trinke jetzt nicht jeden Tag Kaffee, aber. Also ich bin immer so einer, ich trinke Kaffee immer auf. Wenn du 3 Stärken hast, trinke ich den stärksten oder so. Immer schön. Ist immer schön, muss immer schön shotten, muss immer schön ballern. Der muss drücken im Gesicht, sagt er. Zum Fall ist er kräftig. Gut, dann schaut bei Robin vorbei, ne? Link in der Beschreibung. Und ich würde sagen, das war's für dieses Video. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Jo. Tschüssi. Ciao.